War unfassbar. Wir haben sicherlich unser bestes Spiel in der ersten Halbzeit gezeigt, waren in der Abwehr nicht aggressiv genug und haben uns wirklich schwer getan gegen eine gute slowenische Mannschaft. Zweite Halbzeit sind wir wirklich stark zurückgekommen, muss man der Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Und dann die Szene am Schluss, ja, das wird man wahrscheinlich einmal im Leben miterleben, sowas. War unfassbar, auch mit dem Protest der Slowenen, den wir natürlich nachvollziehen können, aber ich glaube, EF hat richtig entschieden. Und jetzt geht es zum Training, zum letzten Training, morgen vom letzten Vorrundenspiel. Was habt ihr euch vorgenommen, was hat sich die Mannschaft vorgenommen? Ja, wir werden jetzt nochmal die Abläufe absprechen und wollen natürlich in der Abwehr kompakter stehen, als wir das gegen Slowenien getan haben, da besseren Zugriff auf die Spieler zu kriegen, auch den Torhütern besser zu helfen und vorne auch mehr Durchschlagskraft in das Spiel reinzukriegen, weil es wird ein ähnliches Spiel, Mazedonien wird hart spielen und die Zuschauer werden alles dazu beitragen, dass es ein hitziges Spiel wird. Danke. Ciao, ciao.